Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte gleich nach der Präsentation von OneMove ein Video darüber machen, um natürlich mehr Klicks auf meinem Kanal zu generieren. Die Hoffnung, einer der ersten zu sein, war naiv. Pressevertreter und auch einige namhafte YouTuber durften das Produkt schon vorab sehen und auch manche auch testen. Somit konnten sie zeitgleich ein Video von OneMove machen. Somit brauchte ich mich nicht stressen. Kommen wir nun zu den Neuigkeiten. Das Video von OneMove finde ich sehr gelungen. Aus S3 wurde S5, der Rahmen ist beinahe gleich geblieben und aus X3 wurde A5. Die Rahmengeometrie ist etwas anders, mir gefällt's. Was ist noch neu? Der Lenker hat zwei Lichtringe, links ungefährer Batteriestatus, rechts ungefähre Geschwindigkeit, Befestigungsmöglichkeiten fürs Handy, es gibt eine neue Generation vom Kicklock, eine neue Generation vom F-Shifter, das heißt aus 4 wird 3, Apples WUIS bleibt, die Verkabelung in das Fahrrad wird integriert, es gibt ein besseres Drehmoment, wir haben größere Schweißnähte, Turbo Boost bleibt gleich, die Reichweite beträgt 140 km für das A5 und 150 km für S5, der Startpreis beträgt 2500 Euro. Mit einem Early Access Code kann man natürlich einer der ersten Fahrer sein. Alle anderen dürfen sich in die Warteliste eintragen. Danke für eure Zeit, Abo nicht vergessen, hinterlasst ein Like und aktiviert die Glocke, das verbessert den Algorithmus. Alles Liebe, bis bald.